lecker. So sieht sowieso ein kulinarisches Genie. Dankeschön. Aber ich bin auch ein Genie in Among Us. Eigentlich steht der wahre Among Us Champion ja vor dir. Susi, bist du beleidigt? Kein Grund, gleich das Licht auszuschalten. Das war ich nicht, Sammy. Du bist ein Imposter. Und dein Beweis? Ich weiß, dass ich es nicht war, also bist du es. Susi, ich würde doch nie deinen schönen Kuchen ruinieren. Da ist was dran. Wir sollten etwas basteln, um den Imposter zu finden. Überzeugt. Hey Leute, heute basteln wir etwas, das uns dabei hilft, Imposter ausfindig zu machen. Susi, wir sollten wissen, wie der Imposter aussieht. Das erhöht unsere Chancen, ihn zu erwischen. Großartige Idee, Sammy. Das erhöht auch unsere Chancen, etwas besonders Cooles zu basteln. Hey, fragt lieber einen Erwachsenen, euch hierbei zu helfen. Und selbst wenn wir den Imposter nicht aufdecken... Auf keinen Fall! Leute, gebt einen Daumen hoch, wenn ihr euch auch sicher seid, dass wir den Kuchenimposter finden. Sammy, lass mich den Satz beenden. Hör zu. Oh, okay. Ich bin ganz Ohr. Oh, Sammy, ich wollte nur sagen, dass unser Projekt hier so oder so unsere Aufmerksamkeit fördern wird. Okay, so ist gut. Ich kann aus deiner Stimme immer noch einige Zweifel raushören. Sammy, ich hab den Imposter! Was? Wo ist er? Ach, nirgendwo. Susi, sei nicht so abgelenkt. Musst du gerade sagen. Leute, wir markieren die kleinen Imposter jetzt. Denn auch wenn sie klein sind, sind sie gefährlich. Keine Sorge, Susi. Ich erledige alle Tasks in Windeseile. Okay, Sammy. Ich glaub an dich. Zu schnell? Das ist meine Standardgeschwindigkeit, du blöde Maschine. Schaut mal, wie viele Silhouetten wir jetzt schon haben. Jetzt kleben wir doppelseitiges Klebeband auf alle Figuren. Na toll, jetzt bin ich zu langsam. Das geht nicht. Sammy, bleib ruhig und versuch's nochmal. Und Vorsicht mit der Schere. Fragt ruhig einen Erwachsenen. Ruhig bleiben und nochmal versuchen. Übrigens, Leute, kennt ihr den Ursprung von Keep Calm? Die Worte stammen von einem berühmten Plakat und dienten der Motivation. Das hat man in Großbritannien während des Zweiten Weltkriegs aufgehängt. Demnach sollten alle Bürger und Bürgerinnen ruhig bleiben und unter allen Umständen ihrem normalen Arbeitsalltag nachgehen. Susi, ich habe gute Neuigkeiten. Ich hab's. Siehst du, der Slogan funktioniert doch. Die nächste Aufgabe wartet schon auf mich. Was? Drehte? Viel zu schwer. Keine Sorge, Sammy. Ich helfe dir dabei. Diese Drähte kleben wir an das Klebeband. Zack. Voilà. Diese Drähte senden elektrische Impulse. Ohne sie funktioniert unser Spiel nicht. So ist gut. Susi, du hast mir bei meinem Task geholfen und ich habe dir beim Basteln geholfen. Jupp, wir sind ein tolles Team. Fertig mit den Drähten. Sieht ganz schön technisch aus, oder Sammy? Ich finde mich wie ein cooler Wissenschaftler. Eigentlich dachte ich, du bist ein cooler Among Us-Spieler. Ich bin der beste Among Us-Spieler. Ich bin einfach in vielen Dingen sehr gut. Und ich bin ein Bastelgenie. Zack, voilà. Ich denke, wir Genies sollten zusammenhalten, damit wir noch viel mehr geniales Zeug schaffen. Absolut. Ich helfe dir dabei, den Müll rauszubringen. Warte, Sammy. Wir brauchen diesen Müll noch für unser Bastelprojekt. Aber danke für die Initiative. Susi, ich wollte doch nur deine Reaktion testen. Wie du sehen kannst, funktioniert die noch ganz gut. Ja, sie zeigen außerordentlich gute Ergebnisse. Einmal noch abziehen und schon ist der Hauptteil fertig. Jetzt kommen wir zum nächsten Schritt, liebe Leute. Keine Sorge, Susi. Ich kümmere mich darum. Okay. Ich sollte lieber mal nach unserem Genie gucken, oder? Susi, ich verstehe nicht, was ich damit machen soll. Leute, Heißkleber ist echt heikel. Fragt an dieser Stelle also lieber einen Erwachsenen. Jetzt machen wir den Motor für unser Bastelprojekt. Susi, ich hab's. Guck mal.
mal, was ich für ein schönes und nützliches Teil gebaut habe. Klasse Arbeit, Sammy. Ich wusste, du bist zielstrebig. Du bist zielstrebig, Susi. Ich bin ein Genie. Das heißt doch nicht, dass Genies nicht zielstrebig sein können, Sammy. Sondern nur, dass sie niemals aufgeben und immer beenden, was sie angefangen haben. Das kommt hierhin. Eigentlich könntest du stolz auf deine Zielstrebigkeit sein, mein kleiner schleimiger Freund. Und hier kommt der Motor hin. Super. Wer hat gesagt, dass ich nicht stolz bin? Aber ich muss noch was fertig bringen. Habt ihr eine Idee, was Sam meinen könnte? Okay, Leute. Es wird Zeit, dass wir die Imposter an ihre Plätze bringen. Dieses Bambusstäbchen wird alles zusammenhalten. So. Sammy, machst du schon deine neue Task? Oh, Tasks! Komplett vergessen! Nimm das! Sam ist zwar zielstrebig, aber auch ziemlich vergesslich. Susi, das sind alle Teile, die ich für unser Projekt gemacht habe. Und jetzt, wo ich ein 100% zielstrebiger Schleim bin, werde ich noch etwas beenden, das ich angefangen habe. Weißt du, Sammy, ich bin auch eine sehr ambitionierte Person. Aber manchmal werde ich faul und benutze etwas Magie. Ich glaube, ich könnte eine gute Mitarbeiterin bei Microsoft sein. Weil du faul bist? Exakt. Kennst du Bill Gates' berühmtes Zitat? Bill Gates? Ist das ein neuer Marvel-Held? Nee, das ist der Typ, der Computer verkauft und Programme und all dieses Zeug, Sammy. Du weißt schon, einer der reichsten Menschen der Erde. Merkt ihr das kurz, Susi? Aber ich brauche jetzt deine ganze Aufmerksamkeit. Mal sehen. Aha. Sehr gut gemacht. Was kann ich sagen? Du hast die Wiring-Task makellos bestanden. Alle Teile wurden gewissenhaft zusammengesteckt. Wie auch immer. Was war denn nochmal mit Bill Gates? Er sagte mal, er hat immer die faulste Person für die schwerste Aufgabe ausgewählt. Denn eine faule Person sucht immer nach dem einfachsten Weg, eine Aufgabe zu beenden. Das klingt weise. Oh, übrigens, Susi. Was vergessen. Hier. Danke, Sammy. Weißt du, Susi, wenn wir nach den Spielregeln von Among Us gehen, wird der Imposter automatisch rausgeworfen, sobald wir alle Tasks beendet haben. Und weil du der Beste darin bist, liegt es in deiner Verantwortung, alle Tasks zu lösen, Sammy. Das kommt hier dran. Mach dir keine Sorgen, Susi. Ich gebe mein Bestes. Hab ich nie bezweifelt, Sammy. Okay. Während Sammy die Tasks macht, erkläre ich euch, warum wir dieses Teil hier mit den Kabeln brauchen. Kurz gesagt ist dieses Teil einfach ein Motor für unser Spiel. Damit können unsere Imposter schnell hin und her rennen. Okay, 8, 7, 6, 5, 4, bleib ruhig, Sammy, 3. Gib niemals auf! Okay, Leute, kommen wir zum nächsten Teil unserer Arbeit. Ich habe das hier gebaut. Sabotage! Bleib ruhig, Sammy. Das ist nur mein Wecker. Ach ja, das heißt, dass unsere Eiscreme fertig ist. Du hast ja einen Wecker gestellt, der uns an unsere Eiscreme erinnert? Ja, mache ich doch immer, Sammy. Ich beneide deine Sorgfältigkeit, Susi. Zeig, dass wir alle Teile unseres Spiels miteinander verknüpfen. Los geht's! Sammy, keine Eiscreme, bevor wir nicht den Imposter finden. Ich hab nicht mal dran gedacht. Okay, Leute. Welcher Teil vom Among Us Spiel gefällt euch eigentlich am besten? Ich mag ja die Hutauswahl. Es gibt so viele coole Hüte. Ach, übrigens, fragt hier besser einen Erwachsenen, das ist einfacher. Und Sammy, was magst du am meisten an dem Spiel? Ich mag es, wenn ich den Imposter erwische. Hey, ich gebe euch einen Tipp. Der Imposter macht keine Aufgaben, weil er keine Aufgaben machen kann. Oh, Sammy, ich habe eine Idee, wer das sein könnte. Ich höre, jede Info ist jetzt wichtig.
Naja, ehrlich gesagt sieht Nietzsche ziemlich sus aus. Interessante Schlussfolgerung. Ich denk mal drüber nach. Nietzsche ist verdächtig, Nietzsche ist der Imposter. Und wer hat ein Kuchenmesser in der Schublade, ha? Hast du was gesagt, Sammy? Ich sagte nur, dass ich den Spieler hier gebastelt habe. Wow, sieht super aus, Sam. Du kommst dahin. Also, wie nennen wir ihn? Vielleicht den Lügner? Deine Kreativität überrascht mich immer wieder. Wir sollten uns einen Plan B überlegen. Nur falls wir den Imposter nicht aufdecken. Oh, glaub mir, Susi, wir finden ihn schon. Tatsächlich habe ich schon fast alle Tasks erledigt. Weißt du noch, wenn alle Tasks erledigt sind, fliegt der Imposter raus. Sammy, mach mal Pause. Ich glaube, du bist müde von all den Tasks. Keine Sorge, Susi. Ich tue alles, damit ich den Imposter in die Hände kriege. Nur noch eine letzte Task. Leute, habt ihr eine Idee? Solange Sam noch mit der leichtesten Task von allen beschäftigt ist, zeige ich euch den Deckel, den ich gemacht habe. Fertig. Ich bin der beste Horrorspieler, den es gibt. Und unser Projekt ist auch fertig. Nein, unentschieden? Auch verfliegt. Okay, gehen wir es an. Einschalten und los geht's. Hups. Hups. Das macht echt Spaß. Okay. Hups. Ja, fast geschafft. Oh oh. Ah, oh nein. Sammy, ich verspreche dir, das nächste Mal kommt der Imposter nicht so weit. Komm schon, ich hab dich durchschaut. Du hast den Kuchen zerstört. Aber wie? Ich hab's von Anfang an gewusst. Sammy, tut mir leid. Aber der Kuchen war nicht mein bester. Ich war ganz unzufrieden mit dem Zuckerguss. Lucy, wie konntest du nur? All deine Kuchen sind super. Oh, danke schön. Cool, dass ihr dabei wart, ihr Lieben. Wir sehen uns bald. Macht's gut.